herzlich willkommen. Heute wollen wir wieder über Faust sprechen, der von Goethe, ihr wisst schon. Jetzt geht es um das Kapitel, um die Szene Hexenküche. Die beiden haben nun Auerbachs Keller in Leipzig und auch Fausts Studierzimmer hinter sich gelassen und machen sich jetzt auf den Weg in die Hexenküche. Dort treffen sie ein und Goethe zeichnet gleich zu Beginn ein ganz mystisches, atmosphärisches Bild. Alles ist sehr, sehr spirituell, alles ist sehr, sehr düster und die beiden sind allein, die Hexe ist noch nicht da. Sie warten auf die Hexe, allerlei Getier springt umher, sagenhafte Tiere, Tiere, die sich nicht so einfach identifizieren lassen als normale Tiere, Meerkatzen und so weiter. Also es ist alles sehr düster, abgehoben, spiritistisch. Faust fühlt sich sichtlich unwohl, steht doch dieser Hokuspokus auch im klaren Kontrast zu dem, für was er steht, für den universalgelehrten Wissenschaftler. Mephisto indes fühlt sich ganz wie zu Hause. Die Hexe tritt auf und dann passiert etwas Seltsames. Also sie erkennt Mephisto nicht als den Teufel, als den Herrn der Finsternis. Und dieser muss ihn erst noch darauf aufmerksam machen, dass er ja der Teufel sei und wie sie denn mit ihm spreche. Das schickt sich ja gar nicht. Nachdem sie das denn erkannt hat, dann bereitet sie unter lauter Hokuspokus, also totaler totalen Aufgespiele diesen Trunk für ihn zu, der ihn jünger machen soll und der Frauenwelt zugetan. Das Trinkchen nimmt der gute Faust dann auch und Mephisto freut sich schon und sagt: Mensch, bald werden die Frauen vor dir nicht mehr sicher sein, beziehungsweise du wirst ja jede Frau dann anschauen und vergöttern. Ja. Das war so kurz der Inhalt. So zur Interpretation kann man sagen, dass sich auch hier wieder sprachlich die Charaktere deutlich voneinander abgrenzen und dass die Figur des Mephisto auch sich wiederum klar abgrenzt vom typischen christlichen Teufelsbild. So ist er doch nicht mal in der Lage, Faust zu vermitteln, welche Frauen, also Frauen zu vermitteln. Das muss eine Hexe mit einem Trunk machen. Also das ist an der Szene besonders auffällig. Außerdem ist halt dieses Atmosphäre schaffen vom Autor ziemlich offensichtlich, dass der eine mystische Atmosphäre schaffen möchte. Hier fängt jetzt ja sozusagen dann die Gretchentragödie an. Also es ist so ein bisschen der Vorklang. Danach, gleich im nächsten Kapitel auf der Straße, werden sie sich zum ersten Mal begegnen. Aber hätte Faust denn diesen Trunk nicht gefunden bekommen, wäre er sicherlich nicht so weibstoll gewesen. Mehr dazu gibt es im nächsten Kapitel und ihr könnt auch nochmal euch eine vollständige Interpretation anschauen. Wenn euch das nicht reicht, schaut doch mal auf wirlesenfaust.blogspot.com herein. Da findet ihr alles rund um Faust und Goethe und auch noch Links zu vielen anderen tollen Seiten. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit. Bis dann. Tschüss.